Hallo, hier ist wieder euer Daniel Gärtner und heute sind wir hier in der Location, in der gerade der Wettkampf Kipplaster gedreht wurde. Der Wettkampf steht unter dem Namen Strategie, aus dem Grund, weil die Kandidaten entscheiden mussten, wo sie stehen, wie sie sich platzieren und welchen Körperschwerpunkt sie wo, wann, wohin verlagern. Passend dazu gibt es für euch eine Übung oder ein kleines Workout zum Thema Koordination und Gleichgewicht. Es geht darum, mit dem Partner das Gleichgewicht halten zu müssen, indem ihr auf einem Bein steht und der Partner euch erst stuckt, links, rechts, ein bisschen anschubst und das Ziel ist, immer wieder aus dieser Position ins natürliche Gleichgewicht zu kommen. Der nächste Schwierigkeitsgrad ist dann folgender, indem man nicht nur einen Punkt hat, an dem man schubst, sondern zwei Punkte. Zum Beispiel unten am Fuß, oben am Arm, drückt, die Kraft zusammenführt und anschließend dann spontan loslässt, sodass der Partner sich sofort wieder stabilisieren muss. Und wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt gleich. Stuck! So, und was man koordinativ machen kann, auch mit dem Partner, das zeige ich euch jetzt am Beispiel von der Julia. Julia ist die Teamärztin und die verarztet unsere Athleten, wenn sie sich irgendwas getan haben. So, dann geht's los mit der ersten Übung. Julia, stell dich schon mal auf ein Bein. Probiert doch einfach mal das Gleichgewicht zu halten, indem der Partner hinten so ganz vorsichtig einfach mal ein bisschen stuckt. Und das Ziel ist wirklich einfach in der Position die Ruhe zu bewahren und cool zu bleiben. Okay, wir wechseln das Bein auf der anderen Seite ganz genauso. Ihr seht, dass man immer wieder gut austarieren kann. Und jetzt geht es aber weiter mit der nächsten Schwierigkeitsstufe. Jetzt versucht ihr mal an den Fuß anzusetzen und gleichzeitig oben an der Hand anzusetzen. Das heißt, zwei Kräfte wirken auf den Körper und dadurch wird es schwerer. Schwieriger wird es zum Beispiel, wenn man eine Standwagenposition einnimmt. Der Körper verlagert sich nach vorne in die Standwaage und auch hier kann der Partner hinten angreifen und dann spontan loslassen. So, das waren ein paar Übungen, einfach mal zur Stabilität. Könnt ihr immer und überall einbauen. Mit dem Partner macht das Ganze besonders viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat,
liked mich, abonniert mich und schaut auch regelmäßig rein, weil das war nicht das letzte Video. Viel Spaß, euer Daniel.